Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute auch eine besondere Einführung haben. Wir haben diese Einführung schon einmal vorgeprobt. Es war auch eine Sache, die mein Vorgänger Tobias Wolf auch schon mal gemacht hat und mir davon so begeistert erzählt hat, dass er wiederum mich begeistert hat. Und zwar wird heute Abend Giulio Cesare, wir gehen durch die Geschichte der Oper etwas durch, und Herr Professor Dr. Volker Römermann wird die ganze Geschichte mal juristisch untersuchen. An welcher Stelle wird bei dieser Oper gegen welche verstoßen? Gegen welches Recht? Und dabei lernt man einiges über die Oper und man lernt vielleicht auch manches zu beurteilen und hört vielleicht auch etwas dann etwas anders als vor, weil man weiß, na, wenn der das jetzt sagt, dann ist aber dieses oder jenes los. Das weiß ich nicht, das weiß besser Professor Dr. Volker Römermann. Vielen herzlichen Dank. Was ein Jurist hier macht, natürlich. Aber eigentlich kommen ja viele Leute zu dem Festival, um juristische Kenntnisse zu erwerben. Und wenn das noch mit etwas Musik garniert ist, dann umso besser. Ich habe das Vergnügen, jetzt in ein paar Minuten Sie durch die Oper durchzuführen und Ihnen da in der Tat auch ein paar Aspekte aus meinem angestammten Bereich sozusagen mitzugeben. Für Händels Verhältnisse haben wir eine übersichtliche Personenstruktur. Wenn Sie zu den Veteranen dieser Veranstaltung hier des Festivals gehören, dann wissen Sie, dass es in dem Programm immer so schöne Zeichnungen gibt, der mit dem und der liebt den und der liebt den auch wieder nicht und so, weil man sonst die Übersicht total verliert. Hier geht es. Also wir gucken uns kurz die Römer an und dann gucken wir uns kurz die Ägypter an. Beide zerfallen jeweils wieder in unterschiedliche gegeneinander kämpfende Fraktionen. Bei den Römern haben wir Julius Caesar. Wir werden gleich noch einen Toten erleben, der vielleicht eine entscheidende Rolle sogar spielt, nämlich der Pompeius. Und dann haben wir Curio, den Tribun, und dann haben wir die Familie von dem Pompeius, also von dem Toten, nämlich Cornelia, seine Frau, und Sextus Pompeius, den Sohn. Und die spielen natürlich auch juristisch eine beachtliche Rolle, weil der Vater gestorben, was fällt einem Sohn da als erstes ein, wie kann ich ihn rächen? Und das ist etwas, was hier als Motiv die Szene auch beherrscht. Und dann sehen wir bei den Ägyptern Kleopatra, natürlich Kleopatra wie denn sonst, und ihren Bruder und Mann, Ptolemäus. Und dann haben wir jeweils Leute, die denen zugeordnet sind. Der Achilles ist auf der Seite von Ptolemäus und Nirenus ist Vertrauter von Kleopatra. Und dann haben wir natürlich einen Chor und Sklaven laufen da durch die Gegend und das Ganze spielt in Alexandria des Jahres 48 vor Christus. Oder, wenn wir es auch heute übertragen, heute, und hier habe ich Ihnen nur nochmal ins Gedächtnis gerufen sozusagen oder aufgelistet, was Sie im Programm aber auch finden, wer heute für uns auftritt. Da haben wir Juri Minenko aus der Ukraine. Das war auch gar nicht so einfach, lieber Jochen Schäßmeier, wie ich weiß. Da gab es einiges zu regeln. Der spielt den Julius Caesar, der hier manchmal etwas vertrottelt rüberkommt. Wir werden es uns gleich angucken. Und Kleopatra wird von Sophie Juncker, einer belgischen Sopranistin, verkörpert. Die Uraufführung des Ganzen 1724 in London. Das Libretto selbst ist schon älteren Datums, weil dieser Stoff, der römische Cäsar verliebt sich, oder sie sorgt jedenfalls dafür, in Kleopatra, und dann ist da Tragödie und Romantik und so weiter. Also alles in einem Stoff verwoben. Deswegen ist auch, wenn Sie Georges Pétrou hören und Sie fragen ihn, was ist eigentlich deine Lieblingsoper schlechthin, dann sagt er diese. Und er begründet das so, dass Sie hier die Gefühle in der ganzen Bandbreite vor uns aufgefächert finden. Und das hat nicht nur Händel begeistert, sondern das hat auch schon davor die Autoren und Komponisten begeistert. Und wir haben natürlich auch Hollywood-Stars, wo derselbe Stoff wieder weiter verarbeitet wird. Bei der Uraufführung waren das schon die ganz großen Stars der Szene. Das war sehr teuer für den Händel. Aber es war zu dieser Zeit ja die Hochzeit seiner Opern. Also alle interessierten sich dafür. Er war ja im
also ein bisschen Folge, vielleicht auch ein bisschen vorweg, mit den Welfen aus Hannover nach London gekommen, wo ja sein Anthem immer noch gespielt wird, wenn es mal einen neuen König gibt. Das kommt ja jetzt nicht so oft vor, aber alle paar Jahrhunderte kommt das mal vor. Und dann haben sie da den Händel immer. Und er hat damals die großen Stars eingekauft, das ließ sich finanzieren. Und sie finden also die, die wir auch in der Literatur über Händel, denen wir dort begegnen, hier in dieser Uraufführung. Nach der Uraufführung ging es dann in der Welt auch sofort weiter, in Paris noch im selben Jahr, in Braunschweig ein Jahr später und dann am Hamburger Theater am Gänsemarkt. Und dann war das diese Blütezeit. Später fielen die Händel-Opern ja ein Stück weit in Vergessenheit und wurden dann hier an dieser Stelle wieder entdeckt. Wir haben also am 5. Juli 1922 durch Oskar Hagen für die neu erweckten Händel-Festspiele in Göttingen. Göttingen hat ja eigentlich mit Händel nicht wahnsinnig viel zu tun. Ansonsten, aber es hat halt wieder erweckt den Händel und die Begeisterung für die Barockoper. Da finden wir den Giulio Cesare schon. Und dann nach 1922 ging das wie so ein Lauffeuer rum in allen möglichen Städten. Und wir haben innerhalb von 5 Jahren 220 Vorstellungen, also wirklich eine gigantische Zahl. Ich habe mich mal mit dem Zeichnen versucht, meine Damen und Herren, und da finden wir natürlich ein Liebespaar. Also, wenn ich ehrlich sein darf, ist es mir nicht geglückt, im Computer das Zeichen für diese Hochzeit zu finden, und deswegen habe ich es durch ein Herz ersetzt. Aber Sie können sich das vorstellen, das ist ja manchmal auch, manchmal kommt es sich ja auch nahe. Von daher passt das, ist das ja auch nicht völlig unpassend. Wir haben also Pompeius und seine Frau Cornelia und den Sohn. Den finden Sie natürlich immer entweder in der lateinischen Fassung mit dem Sextus Pompeius oder in der küchenlateinischen Fassung mit dem Sesto. Also das kann ja auch immer ein bisschen dann abweichen von der Bezeichnung her. Aber gemeint ist der Sohn. Dieser Sohn ist eigentlich, wenn man versucht, die raren Geschichtsbücher dazu zu konsultieren, ist gar nicht Cornelias Sohn. Das ist also ein kleines bisschen künstlerische Freiheit, die uns hier schon begegnet. Es ist zwar der Sohn von Pompeius, aber mit einer anderen Frau. Und der Pompeius, der ist der große Gegenspieler von Caesar gewesen nach der Schlacht von Pharsalos am 9. August 48 in Thessalien. Flieht er und überlegt, wie kann ich jetzt noch gegen Caesar Truppen aufbieten, wo kann ich mich verstärken, und er eilt nach Ägypten. Warum eilt er nach Ägypten? Weil er war nicht zuletzt dafür verantwortlich, dass der Ptolemäus hier in Ägypten regierte. Also er erwartet sich ein Stück weit Dankbarkeit von diesem Ptolemäus und Unterstützung, oder ein Stück Ptolemäo, Unterstützung auch durch Truppen und natürlich Ägypten als klassische Kornkammer der Römer. Ägypten ein reiches Land, ein starkes Land, und der geht dahin und sagt hier, der wird mir dankbar sein, der wird mich unterstützen, und dann kann ich gegen Caesar doch noch einen Stich machen. Und dann kommt er hier an in Ägypten und begegnet diesen Geschwistern. Man muss sich das Ägypten der damaligen Zeit ja so vorstellen, nachdem Alexander der Große die Welt erobert hatte, hat er die Diadochen hinterlassen. Also in jedem seiner Reiche sozusagen waren Nachfolger da, und die verstanden sich als Griechen. Also wir haben zwar das Land Ägypten, aber die Herrscherfamilie hatte mit Ägypten eigentlich nicht viel zu tun, sondern das waren 300 Jahre lang Griechen. Und als oberste Schicht sozusagen in Ägypten, in das Land nicht wirklich integriert, nur eben als Herrscherfamilie da. Und hier haben wir ein Geschwisterpaar, nämlich den Ptolemäus, der eigentlich Ptolemäus der 13. ist, und die berühmte Kleopatra, die eigentlich Kleopatra die 7. ist, Philopator, die Vaterliebende, und beide direkte Abkommen von Alexander dem Großen und in dieser Familie. Und in der Familie war es üblich, dass die Geschwister sich einander heirateten. Also wir haben sowohl Geschwister als auch Brautleute, und die sind in einem Wettkampf, denn beide wollen eigentlich herrschen und möchten am liebsten den anderen verdrängen. Und sie nutzen unterschiedliche Methoden. Also der Ptolemäus
Der sagt sich so, wie kann ich jetzt dem Cäsar gefallen? Cäsar kommt auch, kurz nachdem Pompeius in Ägypten gelandet ist, Cäsar kommt da und dieser Ptolemäus denkt so, wie kann ich das Herz des Cäsars gewinnen? Und er denkt, indem ich den Konkurrenten ausschalte. Und deswegen präsentiert er, das werden wir gleich sehen, in einer dezenten Art der Darstellung, muss man sagen, präsentiert er dem Cäsar, als er kommt, das abgeschlagene Haupt von Pompeius und denkt nun, der fällt mir um den Hals und freut sich und ist total dankbar und ist total super und der Cäsar liebt mich. Das ist seine Methode. Kleopatra hat andere Methoden. Kleopatra, Sie wissen das, ließ sich ja einrollen in diesen Teppich. Das ist vielleicht sogar historisch wirklich so gewesen. Sie muss ja irgendwie durchdringen zu dem Guten, der da in seinem Heerlager ist. Sie will dahin, sie will ihn persönlich erreichen, sie will ihn bezirzen womöglich. Sie lässt sich also einwickeln und taucht da auf und Cäsar ist erwartungsgemäß hin und weg. Und dann ist der Pompeius also tot, der Haupt abgeschlagen und was machen wir mit der einsamen Cornelia? Also die langweilt sich nicht in unserem Stück, sondern es gibt haufenweise Männer, die um sie rumschwirren, der Achilles, Berater von Ptolemäus, der möchte sie auch am liebsten heiraten und den Curio, den haben wir auch, den Römer und der möchte sie auch, also die wollen die alle. Und hier haben wir den Sextus Pompeius, ihren Sohn, dem geht es um Rache, der möchte den Mörder seines Vaters töten. Im ersten Akt kommt der Achilles, der Berater von Ptolemäus zu Ptolemäus und Ptolemäus sagt so, na, wie war es denn so? Du hast dem Cäsar das abgeschlagene Haupt von Pompeius gebracht, war begeistert. Und nee, also zusammengefasst, nein. Der war überhaupt nicht begeistert, sondern Achilles sagt, die Tat hat ihn erzürnt. Und sagt der Ptolemäus, was? Also was höre ich da? Und Achilles sagt, er warf dir vor, unklug und vermessen zu sein. Sagt der Ptolemäus, das sagt ein pöbelhafter Römer, weil aus Sicht eines Nachfahren von Alexander dem Großen sind die Römer ja Newcomer. Das sind ja Neureiche sozusagen. Also die sind ja aus ganz anderem Stand als diese Römer. Und deswegen ist das natürlich ein pöbelnder Mensch, ein pöbelnder Typ im Grunde aus Sicht des traditionsreichen Herrschers. Höre meinen Rat, sagt der Achilles. Der Cäsar kommt doch hier vorbei. Und wie wäre es, wenn wir den auch über den Jordan schicken? Und da sagt der Ptolemäus, ja, eigentlich keine schlechte Idee. Ne? Also wenn der so schon reagiert und so unhöflich zu mir ist, dass er mein nettes Geschenk, nämlich das Haupt von dem Pompeius, so undankbar annimmt, dann hat er nichts anderes verdient. Und Achilles sagt, okay, den lege ich dir auch noch wieder zu Füßen, aber jetzt kommt der Preis. Er sagt, gib mir die Gattin von Pompeius zur Belohnung. Und sagt der Ptolemäus, ach so, wie ist diese Gattin da? Ist die denn, also ist die so... Ist die nett? Also ist die so, wie ist sie denn so? Ist sie so bezaubernd? Und Achilles ist völlig verzückt, ihre Locken sind Fesseln und so weiter. Und da sagt der Ptolemäus, na gut, mach mal einen Plan und wenn der Cäsar stirbt, das ist ja schon mal gut. Und was er dann aber mit der Frau macht, das werden wir erst im weiteren Verlauf der Geschichte erfahren. Wie ist das nun rechtlich zu würdigen? Also ich glaube, ich habe schon angekündigt, dass wir uns ja primär mit den rechtlichen Aspekten dieser Sache beschäftigen müssen. Da gibt es einen Brautvertrag. Über eine Dritte natürlich, die ist ja gar nicht dabei. Also geht das so, der Achilles bietet an, der könnte Cäsar killen, er könnte ihn töten und dann könnte er die Frau bekommen. Und der Ptolemäus könnte ja diesen Vertrag eingewilligt haben. Also Leistung und Gegenleistung haben wir. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei mir an der Humboldt-Uni wären in Berlin und wir würden Angebot und Annahme vergleichen, wenn wir dazu kommen, ja, das kann für einen Vertrag sein. Aber jetzt ist ein kleines Problem, Tötung ist jedenfalls im Moment verboten und daher ist das kein wirksamer Vertrag. Dann kommen wir zu Cäsars Lager, da ist die Urne mit der Asche von Pompeius Haupt. Kleopatra tritt ein, sie gibt sich aber nicht als Kleopatra zu erkennen. Mit vielen anderen Mädchen diene ich Kleopatra, sagt sie. Ich heiße Lydia und wurde in Ägypten geboren, als Kind einer vornehmen Familie. Doch Ptolemäus, der grausame Thronräuber, nahm mir meinen Besitz. Fragt man sich so ein bisschen, wer die Lydia ist.
warum interessiert sie sich für den Thronraum? Denn dann ist sie ja gar nicht auf dem Thron. Aber gut, so ist der Text. Cäsar. Der Cäsar, der ist so ein bisschen verträumt in dieser ganzen Sache. Also Sie werden den Cäsar selten als ernsthaften Menschen hier kennenlernen. Der ist eigentlich immer geflasht. Ne? Kaum sieht er eine unserer Heroinen, da ist er hin und weg. Wie viel Schönheit, sagt er sich so. Ach, ist der Ptolemäus denn so ein Tyrann? Und sie weint und kniet und vor dir, vor ganz Rom flehe ich. Und sie möchte, was möchte man so? Sie möchte natürlich Gerechtigkeit. Das ist ja das, was wir immer wollen und wonach wir streben. Cäsar, oh Gott, wie reizend sie ist. Und er hebt sie auf, unglückliches Mädchen. Ich werde mich schon kümmern. Welch schönes Haar. Also das Haar scheint mich auch besonders zu faszinieren. Das taucht ein paar Mal auf. Dann haben wir die Cornelia. In deiner Brust, sie spricht mit dem Marmor, da ist mein Liebster begraben. Freundlicher Marmor. Doch wie willst du feige und verachtet bleiben, Cornelia? Nein, ich werde ihn töten, nämlich den, der mich meines Mannes beraubt hat. Sie greift ein Schwert, da kommt ihr Sohn. Mutter, halt ein, was tust du? Fragt er. Und was erwarten wir jetzt? Natürlich, sie ist dabei, anzusetzen zu einem Mord vielleicht und will dahin eilen. Und der Sohn sagt, nee, mach lieber nicht. Und wir erwarten natürlich, dass er sagt, verklag den doch oder so. Oder mach eine Strafanzeige. Aber das ist nicht gemeint, sondern er sagt, ey, wenn einer den killt, ne, dann bin ich das. Also der Sextus, der sagt, diese Rache steht allein mir zu. Und das findet sie super. Also sie findet das ganz großartig. Süße Worte nämlich, dass ich den töten will. Oh, teure Lippen. Und du bist so jung und hast schon so viel Mut. Ja, ich finde mich Sextus, sagt er und erklärt, er hat das Herz geerbt von dem Vater. Toll. Also sie will ihm jetzt folgen. Aber wie kommen wir zu dem König hin? Also zu dem Ptolemäus. Und jetzt kommt Kleopatra und sie sagt, Kleopatra, oh! Und Nireus ist da. Ne? Gib dich nicht zu erkennen. Also du bist doch gerade in der Rolle der Lydia hier aufgetaucht. Du kannst doch nicht jetzt auf einmal preisgeben, dass du Kleopatra bist. Und auch Lydia, sagt sie. Und auch Lydia, um den Nichtswürdigen zu stützen, sie wird dir den Weg bahnen. Und da sagt die Cornelia, also bist du ein fremdes Mädchen, was willst du eigentlich? Also warum machst du das eigentlich? Und worum geht's, Kleopatra? Das haben sie nicht anders vermutet, um das Recht. Natürlich, um was sonst? Um was geht's uns sonst? Es geht ihr um das Recht. Sie dient Kleopatra und wenn die Kleopatra auf den Thron wieder gelangt, dann sollst du glücklich sein und erkennen, wer ich bin. Also sie deutet schon an, dass sie das so nicht ist. Was machen wir jetzt mit diesen hier? Also der Sextus, der ist entschlossen zur Tat, der stürmt da vorne, der will den töten. Und welche Rolle haben Kleopatra und seine Mutter? Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Es können Mittäter sein in gewisser Weise. Die Mutter hat ja auch schon das Schwert in der Hand. Es können Anstifter sein, aber die Idee hat er ja selbst schon. Es können auch Leute sein, die Beihilfe verüben, weil die zeigt ihm jetzt den Weg dahin. Das könnte ja so eine Art psychische Beihilfe sein zu der Tat. Also da gibt es für Strafrechtler ganz viele Varianten. Und natürlich, er hat ja noch nicht direkt angesetzt. Also wann wandelt sich der Entschluss zur Tat in einen Versuch? Der Versuch ist strafbar, also wenn es jedenfalls um Mord geht. Da gibt es auch viele Theorien, die eine wunderschöne Beschäftigung sind, falls ihr heute Abend vorm zu Bett geht. Nichts anderes vorhaben, kann ich das nur erzählen. Manchmal fördert das auch den Gang zu Bett. Nicht immer. Was will Kleopatra wirklich? Sie sagt, versuch nur meinen Bruder noch dein Leben zu retten. Und jetzt kommen die Waffen, Cäsar und Sextus und Cornelia. Ein heiliges Zürnen. Glaube nicht, Ptolemäus, du wärst noch lange der Herrscher hier. Was ist das? Wir haben es mit Hochverrat natürlich zu tun. Sie will ihn stürzen. Sie will ihn stürzen, aber der die Tat vollbringt, ist ja der Sextus. Dem ist das eigentlich egal, wer regiert. Der will seinen Vater rächen. Der hat ja mit dem Hochverrat eigentlich nichts zu tun. Wir haben also ganz unterschiedliche Vorsatzfiguren, die sich hier vereinen. Cornelia, die will Rache, Sextus will Rache, Kleopatra, die will den Staatsstreich. Sie hat den Vorsatz, aber Täterin ist sie wohl nicht, denn die leitet ja nur den Weg. Nun sind wir im Palast des Ptolemäus. Cäsar, deine Hand reicht das Schicksal großzügig.
ganze Bündel von Zeptern. Das hört der Cäsar gerne. Also auch das ist ja ganz toll, was du so sagst und deine Freundlichkeit und die Sonne am Himmel und so weiter. Aber jetzt kommt's am Schluss. Doch wisse, sagt Cäsar, jede Missetat verdunkelt auch das hellste Licht. Und das sagt Achilles, der beleidigt dich, ne? Der beleidigt dich. Du als Missetäter praktisch wirst von diesem Römer dargestellt und Palmeus, unverschämter Römer. Und Cäsar, die haben mich verstanden. Also er hat eine Andeutung gemacht. Aber es ist eine Beleidigung, indem man darauf hinweist, dass eine Missetat die Sonne, in der du erstrahlst, praktisch in den Schatten verwandelt. Ich würde dazu nicht neigen. Die Männer, die du hier siehst, sagt der Ptolemäus, die geleiten dich jetzt mal weg. Also jetzt haben wir im Grunde genug gesprochen und du kannst dich zurückziehen. Diese Männer werden dich begleiten. Wohin werden sie ihn begleiten? Natürlich zum Mord. Also das ist ja das, wo es den Ptolemäus drum geht. Cäsar ahnt, also wie es ja sagt, seine Miene verrät, dass er irgendwas nicht in Ordnung ist. Und dann kommen Cornelia und Sextus. Und Ptolemäus ist hin und weg von der Cornelia. Und Cornelia sagt, undankbarer, dem Pompeius, der hat deinem Vater die Königskrone aufs Haupt gesetzt. Ich hatte ja vorhin erwähnt, der Pompeius war dafür mitverantwortlich, dass der Ptolemäus hier überhaupt herrschen konnte. Und das ist ja in der Tat ein bisschen undankbar. Dem wird der Kopf abgeschlagen. Und Sextus, ruchloser, ich fordere dich zum Zweikampf. Und er will ihm zeigen, dass er ein Schurke ist. Aber es macht Ptolemäus, der stellt sich diesem Zweikampf nicht. Er ruft die Wachen. Er sagt, los, nehmt ihn mal in Haft. Und dieser unverschämte Knabe, der wird Gefangener. Und jetzt kommt etwas, da würden wir sagen, das ist eigentlich so vom Strafmaß eher in der unteren Kategorie. Denn Cornelia soll zur Strafe im Garten des Harems die Blumen pflegen. Also es gibt härtere Sanktionen, wenn ich das so sagen darf, als diese. Der Harem ist ja vermutlich auch für die unterschiedlichsten Aktivitäten gut. Hier ist sie so eine Art Gärtnerin im Garten, in diesem schönen Garten. Und Achilles sagt, oh, das ist ja toll, du lieferst mir die praktisch, weil der Ptolemäus verspricht dir, hier, du kriegst diese Despotin deines Herzens, die liefere ich dir. Und Achilles, oh, das ist ja klasse, also ich habe die jetzt endlich, und Ptolemäus, wie er sich täuscht. Also der Ptolemäus spielt ja auch ein eigenes Spiel. Achilles wirbt jetzt um diese Dame, er sagt, wenn du der Hochzeit mit mir also zustimmst, dann wirst du frei sein und dein Sohn auch. Da sagt Cornelia, was? Eine Römerin als Gattin eines gewöhnlichen Ägypters, also die ist selbstbewusst, so kann man es vielleicht zusammenfassen. Deine Gemahlin, sagt der Sohn, oh nein, und dann werden die halt abgeführt. Achilles sagt, du bleibst und hoffe nicht auf Erbarmen mit deiner Bitte, wenn du dich nicht zuvor meiner Liebe erbarmst. Zwangsheirat, also die sich hier andeutet, aber rechtlich, also nicht in dem Sinne zulässig ist. Ich weiß nicht, ob Sie es als freiwillig empfunden haben, falls Sie solche Erfahrungen schon gemacht haben. Aber jedenfalls der offizielle Zwang, der richtige, direkte Zwang, der wäre in Deutschland verboten. Der zweite Akt. Wir sind jetzt im Garten des Harems. Achilles tritt ein. Schönste, weine nicht. Dein Schicksal wird nicht so hart bleiben. Also so hart, die Blumen zu pflegen. Sie erinnern sich, im Harem. Das Versprechen, Achilles zu lieben, kann dir die Qual der Sklaverei ersparen. Cornelia, sprich so nicht mit mir. Und dann flieht sie vor diesem Manne. Und wem läuft sie in die Arme? Dem Ptolemäus. Er sagt, oh, das ist ja klasse, dass wir uns gerade begegnen. Nicht so verächtlich mit mir. Sie sagt, nichtswürdiger König, lass mich in Frieden. Und Achilles, ich kam hierher, um die Grausame, die ich liebe, zu erweichen. Ist sie deinen Worten gefolgt? Fragt Ptolemäus. Nee, das hat irgendwie nicht funktioniert, sagt Achilles. Ptolemäus, ah, das hat also mit dem nicht funktioniert, also ist die noch sozusagen zu haben. Schönste, verachte ihn nicht. Nun, mein Freund, sagt er zu Achilles, und Achilles, noch heute wirst du Cäsar tot am Boden und deine Ehre gerecht und dich als Alleinherrscher sehen. Ptolemäus sagt, tu deine Tat und zur Belohnung erhältst du deine Grausame. Aber er meint, dass es nach wie vor nicht ist. Schönste, verabscheust du jeden so sehr, der sich um deine Liebe bittet, sagt er zu Cornelia. Und er sagt, nein, Verräter, der ist der Liebe nicht würdig.
Bist du so streng? Aber was ist, wenn ein König dich begehrt? Fragt der Ptolemäus. Und sie sagt, ich will ihm wie eine Furie das Herz zerreißen. Er kriegt also nicht das, was er möchte. Und was macht er da? Er streckt die Hand nach ihrem Busen aus. Sie weicht zurück. Wahnsinniger, bezähme dein sinnliches Verlangen. Bedenke, dass ich Cornelia, deine Römerin, bin. So spröde einem König gegenüber, sagt er, störrisches Weib. Und er kündigt Gewalt an. Dann kommt Nireus. Er sagt, schlimme Nachricht. Der König befiehlt jetzt, dass ich dich in seinen Harem führe. Sei unbesorgt. Und dann hat der Nireus eine coole Idee. Er sagt nämlich, da, wo der tyrannische König sich seiner unzüchtigen Lust hingibt, da sei er nackt und bloß und ungeschützt. Und dann sagt er, ich führe euch dahin und du, Sextus, du kommst da einfach mit deinem Dolch und dann liegt der da, der kann sich ja gar nicht verteidigen. Und dann ist er dir praktisch ausgeliefert. Das finden Sextus und seine Mutter großartig. Nun sind wir im Gemach, in dem Harem, und der Ptolemäus sagt, hier ist ein Ort des Friedens, ich lege also mein Schwert ab. Denn im Bereich der Liebe ist diese schreckliche Waffe unnützer Schmuck. Und Cornelia, ach du Schreck, was passiert jetzt? Und dann, nimm dieses weiße Leinen als mein gewohntes Zeichen für diejenige, die ich bestimme, des Nachts das königliche Bett mit mir zu teilen. Cornelia nimmt das Tuch, sie schmeißt es hin. Sextus tritt ein. Das ist jetzt meine Stunde. Er kommt mit dem Schwert. Und dann kommt, es kommt aber wieder nicht zur Tat, sondern Achilles kommt rein, der ergreift die Waffe und sagt, du, Ptolemäus, draußen ist Chaos. Du kannst dich jetzt hier nicht im Harem rumschlagen und mit Liebkosungen aufhalten, sondern du musst die Liebesgöttinnen verlassen und zu Mars, zum Kriegsgott also, eilen. Welch feindliches Schicksal, der Ptolemäus. Jetzt hat er sich gerade auf den Harem gefreut und dann kommt einer und sagt, du sollst Krieg führen. Und der Achilles sagt, während ich noch Cäsar zu vernichten suche, stürzt er sich auf uns. Die Überzahl bezwingt ihn, er fliegt mit Curio, stürzt sich von einer hohen Brüstung ins Meer und einen Augenblick lang sehe ich, dass Curio untergeht und Cäsar schon tot ist. Cornelia, Cäsar tot? Sextus, oh Gott. Und dann eilt Kleopatra los, will Cäsar rächen, und eilt jetzt in Richtung auf Ptolemäus, der sagt, ah, eine feige Frau, das fürchte ich nicht. Und der Achilles, der ist wieder nur dabei zu überlegen, wie kann er die jetzt als Gattin kriegen. Ptolemäus sagt, Unverschämter, die ist so schön und du bist sie haben. Und der sagt, Herr, aber du hast es mir doch versprochen, gut zu sagen. Und dann sagt der Ptolemäus, schalt und fort mit dir, ich bin der König und du kriegst einen anderen Lohn. Ist das der Dank für meine Dienste, fragt der Achilles. Genug. Und Achilles sagt, einem Treulosen, nämlich dem Ptolemäus, schulde ich keine Treue mehr. Also er sagt sich jetzt von dem Ptolemäus los. Und das wird auch gleich furchtbare Folgen haben. Dritter Akt. Der große Kampf. Ptolemäus sagt, du bist besiegt, niedergestreckt vom Blitz meines königlichen Schwertes. Kleopatra ist da sozusagen am Boden. Ptolemäus hat mich nicht besiegt, sondern das Schicksal war es. Ptolemäus, so dreist bist du, legt sie in Ketten. Und dann sehen wir Kleopatra in Ketten. Sie haben es vielleicht in diesem ersten Bild auch gesehen. Das ist schon wunderschön. Jemand in Ketten kann vielleicht die schönsten Arien singen. Das habe ich bei dieser Gelegenheit festgestellt. Das müsste man mal ausprobieren, ob das allgemeine Erkenntnis ist. Und dann ist der Sextus, der sagt, ich suche nach dem Ptolemäus und Achilles, ist tödlich verletzt. Der sagt, oh je, Schicksal, du hast gesiegt. Und dann sagt der Achilles, der ist also im Sterben, der liegt da also im Sterben. Er sagt zu Nireus, oh unbekannter Krieger, falls das Schicksal dir gewährt, eines Tages mit Cornelia, der Sonne Roms, zu sprechen, sag ihr, dass jener Achilles, der einst riet, den großen Pompeius zu töten. Was, sagt der Sextus, du Verbrecher! Und der Cäsar, was, du Frevler! Und um sie zur Gattin zu gewinnen, den Anschlag auf Cäsar befahl, sagt der Sextus, oh, Verräter! Und der Cäsar, Treuloser! Also was macht er nun? Dass er nur wegen seines Wunsches, sich an Ptolemäus zu rächen, denn der Ptolemäus hat ihm ja die Frau mitgegeben, in dieser Nacht sein Leben im Kampf verloren, nimmt dieses Siegel. Und mit diesem Siegel kommen die in den Palast von Ptolemäus und können ihn da killen. Er stirbt.
Und nun schmeißen die den Leichnam auch noch ins Meer. Also da habe ich eine Sekunde drüber nachgedacht, ob das so eine Leichenschändung wäre, aber das Ergebnis erspare ich ihnen. Cäsar, her mit diesem Siegel! Und Sextus, oh Götter! Und dann, der Cäsar ist nun da und die eilen alle in Richtung Palast, das Gemach der Kleopatra, da ist Cäsar. Ich kämpfte den Weg frei, um dich zu retten. O Liebste, Kleopatra stellt so eine dieser klassischen Filmfragen. Du, bist du eigentlich Cäsar oder bist du ein Geist? Da antwortet er aber nichts Vernünftiges drauf. Er hätte ja sagen können, was er jetzt ist, aber das macht er nicht. Er sagt, du, ich mach das später, ich sag dir später was dazu. Jetzt lass uns mal schnell kämpfen und dann abhauen. Mars ruft mich zu größten Heldentaten auf diesem Boden. Dies mit dem Ägypten ist ja im Grunde jetzt erledigt. Ich will den Rest der Welt noch erobern. Ptolemäus, der ist wieder an der Cornelia dran und sagt, du hast doch diesen schmachtenden König vor dir, also mich. Und Cornelia, nein, du hoffst vergeblich auf meine Gunst. Und Cornelia drängt ihn immer noch zurück, und zwar nicht zuletzt mit dem Argument, dass sie Römerin ist. Ptolemäus, ich habe nichts mehr zu fürchten, Cäsar ist tot, so denkt er das ja noch. Kleopatra ist zu meinen Füßen, jetzt setze ich nur noch meinen Willen durch. Er will sich ernähren, und jetzt zieht sie den Dolch hervor, sie wirft sich auf Ptolemäus, Sextus kommt vorbei. Er sagt, du Tyrann, lass dich nicht von der töten, sondern von mir, ist doch mein Job. Und dann ziehen die das Schwert und sie kämpfen und Ptolemäus wird verwundet und am Schluss ist er tot. Historisch war es so, der Cäsar hat sich von Mithridates, von Pergamon, Sie kennen das Museum in Berlin, hat sich da Verstärkung geholt und hat dann den entscheidenden Kampf gegen den Ptolemäus den 13. geführt. Der junge König ertrinkt im Nil, seine Soldaten fliehen. Letzte Szene, der Hafen von Alexandria, eine schöne Symphonie, klar, erwartungsgemäß. Nirenus sagt, Curio hat gesiegt, Ägypten ist dein, lieber Cäsar. An diesem Meeresstrand feiern alle Cäsar als Herrscher der Welt und römischen Kaiser. Cäsar sagt, schönste Kleopatra, dieses Diadem, das du hier siehst, steht dir zu, ich setze es dir aufs Auge. Und sie soll also regieren. Und da sagt Kleopatra natürlich die Demut in Person. Sie sagt, oh du Cäsar, diese Herrschaft habe ich ja dir zu verdanken, was bin ich schon? Und ich werde in dir den römischen Kaiser verehren. Und was sagt Cäsar da? Was hat sie für schöne Worte? Ja, also der ist immer auf das Wesentliche konzentriert in diesem Stück. Und dann haben wir einen schönen Chor und siehst du Zufriedenheit und das Herz. Und dann sage ich, wenn du mir stets treu bist, also ich weiß nicht, wie viel Erfahrung Sie damit haben, aber dies mit der Treue, das ist oft relativ. Also hier jedenfalls ist der Cäsar ja längst verheiratet in Rom. Also die Treue zu Kleopatra ist so, naja, also es ist jetzt auch nicht so durchschlagend. Wenn wir das historisch nochmal in einer Minute beleuchten, dann ist das so, der Cäsar, also bevor er aufbricht, um den Rest der Welt zu erobern, ernennt er noch einen anderen Bruder von Kleopatra, nämlich Ptolemäus, die heißen alle Ptolemäus, hier den 14. zum Mitregenten, und wahrscheinlich vermählt er den sogar mit Kleopatra, weil es der Tradition der Familie seit Hunderten von Jahren entsprach. Faktisch hat Kleopatra alleine regiert, Cäsar weg, was hinterlässt er? Einen Embryo. Also er hinterlässt einen im Werden begriffenen Nachkommen, den Caesarion. Wahrscheinlich der einzige lebende Sohn von Cäsar, jedenfalls der einzige, der von ihm anerkannt ist. Wie das Calpurnia, nämlich seine Frau, findet, das ist nicht überliefert. Kleopatra besucht ihn ein paar Mal in Rom, das führt da aber zu durchaus kritischen Stimmen in der örtlichen Bevölkerung. Die Ide des März, Cäsar von Brutus und Konsorten auf der Treppe ermordet. Kleopatra vergiftet bei dieser Gelegenheit ihren Bruder und erhebt ihren dreijährigen Sohn Caesarion zum neuen Mitregenten, Ptolemäus der 15. Und dann kommt ja der neue Herrscher Roms vorbei, der Augustus, und auch ihn schafft sie zu bezirzen. Übrigens wird auch gesagt, dass sie das vorher mit dem Pompeius versucht hätte, aber die Geschichte sagt eher, nee, mit dem Pompeius, das war wohl nicht so. Also sie hat den Cäsar gehabt, sie hat den Augustus gehabt, aber das war es auch. Sextus Pompeius wird hingerichtet, wohl auf Anweisung von Mark Anton. Dann die Schlacht von Actium, 31 vor Christus, Augustus siegt über Mark Anton und Kleopatra. Die fliehen nach Ägypten und dann in der Schlacht
übermittelt ja Kleopatra dem Mark Anton so einen Brief und sagt, ich bin jetzt tot, also ich mache Selbstmord, mach du das auch, so sinngemäß. Er ermordet sich, also er stürzt sich in das Schwert seines Dieners, aber da lebt sie noch. Und dann kriegt sie die Nachricht, dass er tot ist, und sie greift zur Schlange. Sie wissen das vielleicht, so ist jedenfalls überliefert, wir waren alle nicht dabei, es gibt keine Fotos, es gibt keine Videodokumentation dazu, aber wahrscheinlich hat sie die Schlange genommen, die Schlange hat sie pflichtschuldig gebissen. Und damit war sie tot und die 300-jährige Herrschaft der Ptolemäer über Ägypten ist beendet. Was sagt die Presse zu dem, was Sie gleich sehen werden? Ein Doppeldecker für Kleopatra, eine geniale Inszenierung, also besser, spannender geht gar nicht, wenn ich das so aus meiner Sicht sagen darf. Georges Petrou inszeniert und dirigiert die Oper und dann sagen die hier Jochen Schäfsmeier, der dort hinten schon mit den Stufen scharf, weil ich fast glücklich bin, aber noch fast. Er möchte auch noch andere Leute ansprechen und so. Als bislang, das sei eine große Herausforderung. Mit Petrus Cesare-Inszenierung sollte das gelingen. Und auch das deutlich ältere Premierenpublikum, inzwischen, Sie sehen das, wenn Sie um sich gucken, ist es deutlich verjüngt, aber das Premierenpublikum war offenbar älter, fortgeschrittenen Alters, ist nichts weniger als aus dem Häuschen. Und das werden Sie in den nächsten Minuten und Stunden erleben. Ich wünsche ganz viel Spaß. Vielen Dank, dass Sie hier waren.